Hey, ich bin Jackie und hier im Interior Lab gestalten wir eure Räume digital um. Wie ihr euch bewerben könnt, das erfahrt ihr am Ende des Videos, deshalb bleibt dran. Heute geht es um das Badezimmer unserer Zuschauerin Monique. Diese findet aktuell ihr Badezimmer etwas zu kühl und wünscht sich einfach ein paar Farbakzente. Besonders mag sie die Farbe Salbei und die versuche ich natürlich zu integrieren, damit das Ganze harmonischer und gemütlicher wirkt. Anhand der Zeichnung zeige ich euch meine Ideen für Moniques Badezimmer. Zunächst stelle ich mir den Raum komplett leer vor und zeige euch nach und nach die einzelnen Schritte. Zuerst kümmere ich mich um die Farbe. Moniques Wunsch war ein Salbeigrün und diese Farbe ist vor allen Dingen unaufdringlich, wirkt gemütlich und bringt auch die gewisse Frische mit sich. Man bekommt vor allen Dingen einen super Kontrast zu der nüchternen Keramik und zu diesen kalten Fliesen. Als nächstes kommen wir zu den Möbeln. Ich habe mich zum einen für einen Unterschrank entschieden und dann nochmal ein geschlossenes Schränkchen auf der anderen Seite. Das bringt nochmal mehr Ordnung rein und lässt das Ganze ruhiger wirken. Natürlich in Holzoptik, damit die Wärme in den Raum kommt. Jetzt kommen wir zu den Teppichen. Ich habe mich in Moniques Badezimmer für zwei schöne Badteppiche entschieden, in ihrer Lieblingsfarbe Salbeigrün. Und für diejenigen, die ein etwas größeres Bad haben, kann ich nur den Tipp geben, nutzt auch gerne größere Teppiche, am besten waschbare, also flachgewebte. Das bringt auch nochmal mehr Gemütlichkeit in ein Badezimmer. Weiter geht es mit den Textilien. Um das Salbeigrün der Badteppiche nochmal aufzugreifen, habe ich die Handtücher im selben Farbton gewählt. Wer es hier etwas farbenfroher mag, kann gerne zu einer anderen Farbe begreifen, es sollte aber mit der Farbe harmonieren. Damit ein ruhiges und harmonisches Gesamtbild entsteht, empfehle ich euch Naturkörbe. Hier könnt ihr vor allem die ganzen Kleinigkeiten, die sonst rumliegen, einfach verstauen. Für ein gutes Raumklima empfehle ich euch außerdem ein paar Grünpflanzen. Die bringen dann auch nochmal vielleicht das ein oder andere Urlaubsfeeling oder die Entspannung in das Badezimmer. Super einladend finde ich auch eine schöne Holzablage für die Badewanne. Hier kann man eine Pflanze drauf abstellen oder auch ein paar Kerzen oder wie ich es mache, einfach das Tablet drauf, dann kann man gemütlich eine Serie in der Badewanne schauen. Wer sich zur Entspannung gern in die Badewanne legt, dem empfehle ich auf jeden Fall eine dimmbare Lichtquelle. Für noch mehr Gemütlichkeit sind Kerzen auf jeden Fall immer ein Muss. Wenn wir uns den Raum vorher anschauen, wirkt er ja sehr kahl und ungemütlich. Und jetzt mit ein paar Handgriffen haben wir doch eine Wohlfühloase geschaffen, in der man sehr gerne in den Tag startet. Liebe Monique, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Wenn ihr auch einen Raum habt, den ihr gern umgestalten möchtet und zusätzlich einen Einkaufsgutschein von Keybag gewinnen wollt, dann schaut doch gerne in der Infobox vorbei. Dort findet ihr alle Details. Bis zum nächsten Mal!